Hallo meine Lieben, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um die Frage, wie wird sich die Situation entwickeln? Du weißt, um welche Situation es sich handelt. Oder, bevor ich jetzt die Karten auslege, überleg dir, um welche Situation es sich hier in dieser Legung für dich handeln soll. Bestimme es einfach. Das ist hier auch eine allgemeine Legung und deswegen kann es sein, dass zum Beispiel nicht alle Aussagen, nicht alles mit dir, mit deiner Situation zu 100% übereinstimmen wird. Aber du hast eine Frage, du hast auf das Video geklickt, du möchtest dir diese Legung angucken, ja? Also hat dich auch diese Legung angezogen und somit auch ausgewählt, ja, auf der anderen Seite. Und deswegen ist sie hier für dich bestimmt und du sollst hier aus dieser Legung, aus den Karten etwas erfahren. Es sind wichtige Informationen hier für dich enthalten. Und zu jeder Zeit, wenn du diese Legung findest, hat sie eine Bedeutung für dich, ja, denn ich habe hier keine Zeitbeschränkung. Und deswegen, auch wenn du nach einem halben Jahr diese Legung findest, beziehungsweise sie dich findet, ja, du auf sie aufmerksam wirst, dann kannst du hier wichtige Informationen für dich gewinnen. Ja, es sind hier Botschaften für dich dann auch enthalten. Wenn du magst, kannst du natürlich auch hier bei mir auf meinem Kanal eine Kanalmitgliedschaft abschließen, Kanalmitglied werden, ja, und du bekommst einige Videos früher zu sehen als nicht. Kanalmitglieder, das ist sozusagen so ein Dankeschön von mir und es gibt auch noch spezielle Videos, die nur für Kanalmitglieder bestimmt sind. Also kein anderer bekommt diese Legungen zu sehen, nur die Kanalmitglieder. Also es ist keine eine kleine Gruppe und deswegen ist es so, dass man da mehr in Resonanz gehen kann, dass diese Aussagen, die in den Karten enthalten sind, für dich viel, viel stärker bestimmt sind. Ja? Also schau einfach, ob du das möchtest und es ist kein Abo. Du kannst jederzeit kündigen, du kannst jederzeit einfach mit einem Klick raus sein, ja, sogar am gleichen Tag, wenn es dir nicht zusagen sollte. Aber ich konzentriere mich jetzt hier auf diese Legung. Das ist der Ritter der Stäbe. Etwas, jemand kommt plötzlich in dein Leben. Diese Situation wird sich plötzlich auf einmal sehr schnell entwickeln, was ich hier so sehe, ja. Also schnelle Bewegungen, schnelles Handeln und auch schnelle Ergebnisse, ja. Acht der Münzen und vier der Münzen. Oh, wow, es geht also um Münzen und es geht auch hier um die Liebe. Das ist der Bube der Kelche, die neun der Stäbe und es fehlt noch eine Karte. Naja, es sind zwei. Das sind die sieben der Kelche und als Zusatzkarte habe ich hier die zehn der Stäbe. Also in dieser Situation, ich habe eine Überarbeitung, ich habe hier eine Überforderung. Etwas geht entweder zu schnell oder man braucht zu viel Energie. Es verbraucht einfach zu viel Energie, was ich hier so sehe. Es hat zu viel Energie verbraucht, kann auch so gedeutet werden, ja. Und es könnte sein, dass in dieser Situation, in dieser Angelegenheit, du einfach nicht weißt, wie es weitergehen soll, ob es weitergehen soll. Du hast vielleicht hier schon alles versucht, dich total angestrengt und es geht irgendwie nicht weiter, ja. Vielleicht auch eine kleine Sackgasse. Vielleicht auch hier ein bisschen
zu anstrengend und ich kann nicht mehr. Ja, das könnte hier auch so die Situation sein. Aber du hast alles Mögliche getan. Ja, das wird mir hier angezeigt. Du hast dich dahinter geklemmt, um diese Situation so gut wie es geht, zum Beispiel zu gestalten. Du hast gemacht und getan. Ja, und du weißt nicht, ob da was Gutes bei rumkommt, ob du das bekommst, was du möchtest, ja, ob auch sich das irgendwie auch auszahlen wird, weil ich habe hier Kelche und Münzen, also es kann zum Beispiel um Beruf, Finanzen gehen, aber auch um Liebe oder einfach Freundschaft, Familie, ja, also das ist hier, da sind hier alle Bereiche sozusagen abgedeckt und die Karten sagen, ja, also damit du das jetzt sofort weißt, da wird es sich entwickeln, da wird sich da was tun, da wird das Ganze wird so ein bisschen beschleunigt werden, du bekommst Wind unter deine Flügel, da wird einfach diese Situation verstärkt in die Entwicklung gehen, ganz schnell, ganz plötzlich, zack, und es tut sich was, beziehungsweise es ist endlich das sichtbar, was du wirst. Vielleicht hast du das, kannst du das noch nicht sofort greifen, ja, es ist nicht sofort alles bei dir, aber zum Teil schon, ja, zum Teil wirst du sehen, ja, das hat sich gelohnt, na endlich, ja, und zack, ist das da, was ich hier haben wollte, vielleicht nicht ganz, ja, nicht ganz, aber zum Teil, und der Ritter der Stäbe, das ist auch hier eine Energie, ja, das ist auch hier ein Ritter, weil das ist auch so eine Stimmung oder beziehungsweise so eine Situation, ja, in der sehr viel möglich wird, in der sehr viel möglich ist. Und es kann sein, dass hier auch jemand oder etwas angezeigt wird, zu viel, ja, zu viel des Guten. Es kann sein, dass du zum Beispiel so hart gearbeitet hast, alles Mögliche dran gesetzt hast und auf einmal kommt das auf dich zu wie so eine Lawine. Ja, und dann, du könntest denken, oh Moment, nicht alles auf einmal. Ja, so ist es aber hier in den Karten. Ja, das kann einfach über dich so drüber gehen wie eine Lawine und du weißt es jetzt und deswegen kannst du dich ja drauf vorbereiten. Und dann kannst du das Ganze natürlich ein bisschen abmildern. Und ich habe hier die Acht der Münzen. Und die Acht der Münzen, das ist hier der Fokus. Du kannst dich dann auf diese Angelegenheit fokussieren. Ja, du kannst dran arbeiten und keine Störung. Ich habe hier keine Störung. Du kannst einfach den Fokus drauflegen. Der Fokus ist da und bleibt auch da. Und du kannst hier auch das weiterentwickeln und auch hier vorantreiben. Und zwar ein ganzes Stück. Also die ganze Angelegenheit wird sich entwickeln und zwar auch durch dich. Ja, du bekommst auch die Möglichkeit, da etwas mitzugestalten, mitzumachen, deine Energie da reinfließen zu lassen. Mit den vier der Münzen wirst du hier schon zum Teil das bekommen in dieser Angelegenheit, was du bekommen möchtest und zwar dadurch, dass du auch, ja, zum Beispiel nur du oder auch du zusammen, vielleicht mit jemand anderem, ja, hier mit dem Ritter der Stäbe, dass du einfach schon irgendwie da was dran gesetzt hast, mitgemacht hast, ja, einfach, das ist hier auch etwas haben und auch etwas festhalten können. Du wirst daraus etwas ziehen können für dich, etwas, was du zum Beispiel in der Hand halten kannst, beziehungsweise was in deiner Situation, in deiner Lage für dich auch Sicherheit bedeuten wird. Also diese ganze Angelegenheit geht hier, sagt die Karte, in die Sicherheit, in die Stabilität. Ja, hier steht ein Mensch vor einem Haufen Geld, ja, und die Werkzeuge liegen daneben und er hält auch hier eine Waage in der Hand. Also, das ist auch abwägen. Du wirst danach, wenn das alles erreicht worden ist, was du erreicht haben wolltest, wird auch so sein, hier sagt die Karte, ja, dann wirst du abwägen,
Was mache ich jetzt damit? Wie verteile ich das Ganze? Wie setze ich das ein? Wie setze ich das weiter um? Was mache ich denn jetzt? Ja? Und das ist auch hier froh sein über das Erreichte. Ja? Du wirst dich ein bisschen freuen, aber die Karte warnt auch ein bisschen davor, zu doll festzuhalten. Zum Beispiel nicht abgeben wollen, nicht teilen wollen oder sich einfach nicht mehr bewegen, in dieser Selbstzufriedenheit hier auch zu verharren, ja? Einfach festhalten an dem, was da ist, zu doll festhalten. Hier ist auch im übertragenen Sinne jemand angezeigt, der ein bisschen geizig sein kann. Das bedeutet nicht, dass du geizig bist, sondern wenn jemand zu geizig ist, zu doll festhält, dann entwickelt sich nichts weiter. Ja, man verharrt dann, man wird starr und unbeweglich. Und diese Karte sagt dir, dass du, ja, du kannst ruhig ein bisschen so dich darüber freuen, was da ist, ja, aber halte nicht zu doll fest, sondern beweg dich weiter, fließe mit dem Fluss des Lebens. Zum Beispiel, wenn das irgendwie was Berufliches ist, ja, dann versuche dich weiterzuentwickeln, weiterzumachen, noch mehr zu erreichen, ja. Nicht, du kannst dich eine Zeit lang auf deinen Lorbeeren ausruhen, ja, aber nicht allzu lang, denn dann stagniert das Ganze und ist dann irgendwie tot, ja? Also eine tote Angelegenheit. Und die Karten sagen, du könntest weitermachen, du könntest einfach auch abgeben. Ja, das ist auch hier den anderen auch irgendwie von dem Kuchen ein Stück abgeben. Ja, muss nicht alles sein. Es reicht auch ein kleines Stückchen. Einfach mit anderen teilen und sich auch weiter mitteilen, sich weiter beteiligen. Ja, weil ansonsten, wenn du dann das erreicht hast, weil du wirst es erreichen, du wirst es haben, was du haben willst, aber wenn du das starr, krampfhaft festhältst, ja, und dich kein Stück weiter bewegst, dann ist Stagnation da. Ja. Dann könnte das Ganze auch verkümmern, habe ich hier so. Also würde das Ganze so langsam, langsam vertrocknen, ja. Und diese ganze Angelegenheit, diese Situation bei dir, diese Sache, um die es hier bei dir geht, ich habe hier den Buben der Kelche, ja. Das ist auch hier nicht nur der Beruf, sondern auch die Liebe. Und ich habe das hier so, dass du ein Angebot in Sachen Liebe bekommen wirst, ja. Jemand wird auf dich zukommen. Es wird eine Situation entstehen, wo die Liebe zum Thema wird, wo man dich zum Beispiel um Verzeihung bitten wird, wo man auf dich eingehen wird, wo man auch die Gefühle gestehen wird, wo man auch ja diese Liebesgefühle, ich habe bei einigen von euch auch Liebesgefühle, wo die mitgeteilt werden. Ja, es kommt jemand auf dich zu und gesteht dir zum Beispiel auch seine Liebe oder ich habe mich in dich verguckt, ja, ich empfinde etwas für dich. Also das ist nicht so, dass zum Beispiel, wenn es sich um die Liebe handelt, ja, dass diese Person nicht auf dich zukommt, sondern hier kommt wirklich jemand auf dich zu und zwar schnell, plötzlich. Ich habe das hier. Es kann sein, dass du schon gar nicht mehr daran glaubst, ja, aber ich habe das hier in den Karten. Und dann ist die Zusammenarbeit möglich und das ist hier an der ganzen Sache weiterarbeiten, weiter forschen, das Ganze weiterentwickeln. Und zwar nicht nur einseitig, sondern beidseitig. Aber ich habe das hier auch so im Kartenbild, dass es kann sein, dass die Interessen dann im Laufe der Zeit etwas auseinandergehen könnten, ja. Also denkt daran, ein Team zu bilden und nicht allzu viel, vielleicht nicht alles komplett getrennt zu machen, ja, sondern sie euch, dass ihr euch beide sowas bewahrt wie zum Beispiel ein gemeinsames Hobby. Weil es könnte sein, dass mit der Zeit sich das Ganze, du gehst deinen Weg und dein Gegenüber geht seinen Weg gemeinsam einsam, habe ich hier. So ein bisschen, so eine Entwicklung, ja. Aber das ist dann viel, viel später. Das ist schon so ein bisschen vorangegriffen in diese Angelegenheit. Aber das zeigen mir nun mal die Karten an. Und deswegen sage ich das hier, teile ich mit. Ja. Angst des gebrannten Kindes habe ich wieder in den Karten.
Da ist jemand übervorsichtig. Da ist jemand sehr vorsichtig mit seinen Gefühlen, mit seinen Empfindungen, mit der Liebe. Vorsicht, 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 ja. Deswegen, vielleicht bis jetzt hat sich da nichts getan, ja. Und du hast vielleicht sogar schon aufgegeben. Kann sein. Muss aber nicht. Es kann sein, dass du da noch weiter was versuchst, aber du insgeheime denkst du, nee, das wird sich gar nicht mehr entwickeln. Aber ich habe das hier so, dass das dich erreichen wird. Die Person wird zu dir finden, wird zu dir geführt werden. Nur, damit du das ein bisschen verstehen kannst, wie diese Person tickt, ja, wie die Person so beschaffen ist. Er oder sie hat hier schon ziemlich viel erlebt, ja. Positives, Negatives. Und diese Person wurde dadurch geprägt. Und um diese Prägung ein bisschen beiseite zu schaffen und für etwas Neues wieder frei zu werden oder für dich frei zu werden, das bedeutet Arbeit. Da muss man sich überwinden, das ist hier nicht so einfach, ja. Aber die Person, ich habe das hier so, dass er oder sie das Stück für Stück abbauen wird, wird sich darauf fokussieren, auf diese Ängste, Probleme, Blockaden, Schwierigkeiten, diese Übervorsicht, ja, da wird der Fokus drauf gelegt und der Mensch wird es auch hier Stück für Stück abbauen und auch das hinter sich lassen können, ja, denn der Mensch möchte zu dir, möchte dich erreichen, möchte mit dir zusammen sein, habe ich hier die 7 der Kelche. Und das ist die Verliebtheit, das ist die rosa-rote Brille, das ist die Wolke 7. Gemeinsam ja, die Gefühle erleben. Hier ist ein Paar dargestellt, das zusammensitzt. Und es ist hier aber auch so, dass auf dieser Karte die ganzen Potenziale dargestellt sind und die andere Person zeigt einen Spiegel, beziehungsweise die weibliche Person spiegelt sich in diesem Spiegel und sieht sich als eine alte Person. Das ist auch hier eine Erinnerung. Nutze die Zeit. Wenn dir etwas begegnet, nimm es an und setz es um. Ja, halte nicht zu doll fest, denn je länger du zögerst, je länger du das irgendwie hinausschiebst, ja, die Zeit vergeht und dann ist auf einmal plötzlich die Zeit schon fast abgelaufen, ja. Also es wird hier in dieser Karte daran erinnert, dass man das, was einem begegnet, auch nutzen sollte. Es ist eine Ansage für dich, eine Botschaft für dich, aber auch für dein Gegenüber. Und vielleicht könntest du hier auch deinem Gegenüber das zukommen lassen, ja. Dass die Zeit verstreicht und man hatte nicht unbegrenzt Zeit. Und deswegen man sollte die Potenziale nutzen und auch nicht verharren, nicht verkrampfen und sich immer weiterentwickeln und die Erlebnisse einfach mitnehmen, ja. Und auch nach Erlebnissen streben, nach Entwicklung streben. Und ich habe hier ein verliebtes Paar. Also das zum Beispiel, wenn du nach der Liebe fragst, habe ich hier, dass ihr zusammenkommen werdet. Ihr werdet auch hier verliebt sein, die Verliebtheit teilen, ja. Aber diese Übervorsicht könnte dazu führen, dass hier zu viel Zeit verstreichen wird, ja. Das wird hier auch in den Karten angezeigt. Es kann auch etwas stagnieren, die ganze Angelegenheit. Also Botschaft, Ansage, Potenziale nutzen, sich weiterentwickeln, nichts aufhalten, go with the flow, fließ mit dem Strom des Lebens, ja? Und vielleicht kannst du das auch irgendwo deinem Gegenüber mitteilen. Das kommt hier aus diesem Kartenbild ein bisschen hervor, weil ich habe dich hier eher so, dass du machen möchtest, dass du nicht so blockierst, dass du dich bemühst, dass du alles dran setzen willst. Aber dein Gegenüber hat da irgendwie so wie so eine Handbremse ist bei ihm angezogen, ja, und es geht nicht so richtig voran und dann wird es ein bisschen gelöst, aber die Bremse wird wieder angezogen. Und das ist hier so, dass das Ganze dann in die Stagnation im Endeffekt gehen könnte, obwohl Gefühle da sind, obwohl hier Verliebtheit da ist und Potenziale auch hier zu sehen sind, ja.
Aber wie gesagt, diese Übervorsicht, diese Angst, hier das Ganze etwas ausbremsen könnte, so könnte man das auch sehen. Es ist hier die Möglichkeit zu sehen, einfach zusammen loszumarschieren und viel zu erleben, ja. Aber eine Person könnte ein bisschen immer wieder ausbremsen, ja. Und das könnte das Ganze verzögern. So könnte man das auch hier sehen. Ja. Das ist die Angelegenheit, das ist die Entwicklung. So wird sich die Situation entwickeln. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Vielleicht, ja, bis zum nächsten Mal. Wünsche dir noch einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Wenn du magst, kannst du ja dem Video ein Like geben, vielleicht meinen Kanal abonnieren, vielleicht aber auch einen Kommentar schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.